Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber Kampagne USA. Letzte Mission. So, die Züge sind unterwegs. Was haben wir zu tun? Parabelflüge durchführen. Jetzt müssen wir aber hier hinten noch schnell was schauen. Ich habe hier nämlich einen kleinen Fehler drin. Folgendes, also ein Fehler ist übertrieben, aber hier müssen wir zwei Gleise machen. Das werden wir gleich sehen, wenn ich hier Linienfenster aufrufe. Das ist ja hier mit Gegenverkehr. Und das Problem ist, wenn da einer im Bahnhof drin ist und wartet und hier ist einer, der wartet, dann kommt der hier nicht hin und der auch nicht zurück. Das geht nicht so. Das hat auch nichts mit Signalen zu tun. Das geht einfach so nicht. Zwei Züge ohne ein Ausweichgleis funktioniert nicht. Zwischen zwei Bahnhöfen, deswegen machen wir mal eins. Reicht das vom Platz her? Das müsste eigentlich reichen. Und dann werden wir gleich mal gucken, da wegen den Parabelflügen. Klingt interessant. Bin mal gespannt, wie das aussieht, ob das auch dargestellt wird oder ob das einfach, ja, berechnet wird. Das werden wir rausfinden. Jetzt müsste ich hier vielleicht das Ganze noch unkrumm hinkriegen. So, jetzt geht's. Schnapp hier rein. Und, ja, ich hoffe mal, die Länge reicht. Wir werden sehen, ist das verbunden? Jawohl, wir haben eine Schiene. Das ist ein gutes Zeichen. Einmal hier und einmal hier vorne. Da machen wir jetzt gar keinen Block mehr dazwischen, sondern einfach das Ganze so. Und fährt. Ja, müsste. Nicht, dass hier irgendjemand jetzt gedreht hat, weil wir wieder rumgeschraubt haben. Wo sind die Züge? Nirgends. Doch, hier unten. Ja, auf der richtigen Seite. Das passt. Und der ist auch auf der richtigen Seite. Das passt auch. Ich meine, es hätte auch klappen können jetzt ohne dieses Ausweichgleis, wenn die nicht gerade beide hier oben zugange sind. Aber man sieht, sie sind relativ nahe bei den Sammen. Also von daher, die Chance wäre schon da gewesen, dass das zu einem Problem geführt hätte. Aber okay, jetzt weg von den Zügen. Hui, da warten Flugzeug. Wir machen jetzt einen Parabelflug. Jetzt muss ich das aber nochmal ganz kurz lesen. Richte eine Linie mit einem einzigen Flughafen als Stopp ein und setze die Vomit-Komet auf die Linie. Also nur ein Stopp heißt, ja, nur ein Stopp. Wir machen mal eine Linie. Das wäre von hier. Nach kann ich das zweimal hinsetzen. Ja, wobei das sind dann zwei Stopps. Ja, nehm das mal nochmal weg. Ich möchte das nicht falsch machen. Ist die abgeschlossen, die Linie? Wir werden sehen. Was haben wir hier denn noch? Ah, Terminal brauchen wir nicht zu wählen. Sollen wir das mal benennen? Ich würde sagen, das benennen wir frech mal. Ganz klar, Parabelflug. Moment. Parabelflug. Okay, und dann brauchen wir die Vomit. Schöner Name für ein Flugzeug. Vomit Komet kaufen, Linie zuweisen, Parabelflug. Flugzeug kommt raus, dann funktioniert das so auch, dass man nur einen Bahnhof hat oder einen Flughafen. Sprich, ja, das Ding wird halt drehen in der Luft. Was haben wir hier? Eine Fehlermeldung. Linie enthält zu wenig Haltestellen. Ja, das ist eigentlich egal. Okay, das haben sie wohl nicht deaktiviert, jetzt absichtlich oder extra für diesen Flug. Ich bin jetzt gespannt, ob wir einen Parabelflug sehen. Also sprich, das müsste hier raufgehen und dann steil runter. Und dann hat man eben so. Ja, ich weiß gar nicht, wie lang. Steht, glaube ich, hier. Wie lange man dann schwerelos ist. Nee, steht nicht. Aber, tja. Also das habe ich ja schon gesagt. Das stimmt wohl, dass einem da ganz, ganz schnell ganz, ganz übel wird. Der Mensch ist aber nicht wirklich gemacht für das. Das muss man trainieren. Schwerelosigkeit und Co. So, Kollege, starte durch. Wir machen mal kurz schneller. Und dann, ja, steigen wir ein oder wir begleiten das Ding einfach mal. So. Okay. Mal gucken, was du Schönes machst. Wir können nochmal schnell ein bisschen schneller stellen. Ich glaube nicht, dass das dargestellt wird, dass wir einen Parabelflug machen. Ich denke, das wird einfach als Parabelflug gezählt. Wenn wir wieder landen. Auch sehr cool. Eigentlich müsste man auch im Hauptspiel mal wieder zum Thema Flugzeug greifen, würde ich sagen. Aber eben, die laufen halt nicht wirklich. Ja, man macht nur Minus damit. Wobei, wir könnten es uns da leisten. Aber wir sind jetzt nicht beim Hauptspiel. Wir sind hier. Und jetzt, wenn hier unten gezählt wird, nicht hier, das sind die... Wo wird denn das gezählt? Moment, hier oben. Das sind die Passagiere. Da fliegt keiner freiwillig mit. Parabelflüge durchführen, 0... von 5. Wenn jetzt da eine 1 auftaucht, dann funktioniert das Ganze. Ich nehme es mal stark an. Warum nicht mal kurz reinsteigen? Oder einsteigen? Reinsteigen müssen wir nicht. Uns reinsteigern. So, Kurve fliegen und landen.
Ja, jetzt hier unten ist halt nicht viel los. Es wäre halt schön, man hätte diese Performance, wenn unten eine Riesenstadt ist. Das wäre schon der Kracher. Wenn man wirklich hier, ich sehe es ja oben, das sind 85 Frames mal wieder. Ist auch klar, es muss ja nichts dargestellt werden hier. Berechnet werden muss auch nicht allzu viel. Ja, wenn man das halt bei einer Stadt hätte. Schön wär's. Aber eben, ist halt schwierig, wenn natürlich alles berechnet werden muss. Jetzt kommen wir hier in diesen Bereich, aber da sind ja auch noch ein paar wenige Busse unterwegs. Also da haben wir auch noch nicht allzu viel, was berechnet werden muss. So, wir steigen mal aus. Die Landung können wir uns sparen. Da ist noch ein neues Flugzeug verfügbar. Das hätte man natürlich eben alles machen können, dass man noch ein bisschen mehr hier den Flugverkehr anheizt, um Geld zu verdienen, aber wir haben eigentlich genug Geld. Weil, ja, mein, die Womit, die können wir auch wieder verkaufen, wenn wir sie dann nicht mehr brauchen. Wenn wir die 5 Parabelflüge haben, machen wir nochmal schneller, zum gucken, ob es rechnet. Na, wahrscheinlich muss er erst landen, also gelandet ist er. Ich meine hier andocken, dann dock mal schön, Maschinen. Das läuft hier oben auch. Das können wir einfach laufen lassen. Ah ja, tatsächlich. Okay, sehr schön. Das funktioniert. Also dann muss der hier, haben wir nochmal 4-mal landen. Wir können auf schnell bleiben. Und ja, die Maschinen können wir so laufen lassen. Geld haben wir. Eigentlich müssen wir im Moment nicht mehr viel machen, außer warten. Ich bin mal gespannt, was dann noch zusätzlich kommt. Wir haben hier hinten doch noch Städte. Hier eigentlich auch. Hier haben wir zwar das Ganze gemanagt, da hätte man auch das Ganze noch so machen können, dass natürlich die Nahrung dann hier in die Stadt reinbringen. Aber ich weiß nicht, bei so Missionen, ich sehe den Sinn dann jeweils nicht. Ganz einfach darum, weil, ja, wenn die Mission geschafft ist, ist das weg. Wozu jetzt hier noch lauter Verbindungen machen? Der Punkt ist bei diesen Missionen, man braucht einfach Geld. Und solange man irgendwie Geld verdient, kann man eben auch dann diese Details bleiben lassen, von wegen, dass jetzt hier noch viele Leute mitfliegen sollten und da oben die ganzen Leute ihre Nahrung kriegen. Das kann man dann wirklich getrost vergessen. Außer man will das machen, man kann ja natürlich auch weiterspielen. Also man muss das nicht beenden. Man kann diese Map auch weiterspielen. Aber da sehe ich jetzt auch keinen großen, ja, Sinn drin. So schön ist die irgendwie nicht. Also da macht man dann besser wahrscheinlich neue Spiele auf im freien Spiel, wenn man da entsprechend neu anfangen möchte. So, was haben wir? Wir haben 2 von 5 und 68. Läuft hier auf Vollschub. Okay, dann können wir eigentlich, ja, uns ein bisschen umsehen. Oder ich mache einen Schnitt. Nee, ich denke, das geht relativ schnell hier, wenn wir Vollschub haben. Wir könnten noch ein zweites Flugzeug einsetzen. Ob das was bringt? Wenn wir 2 Womits haben? Wahrscheinlich schon. Dann geht es ein bisschen schneller. Bringt aber dahingehend nichts. Wir müssen ja auch noch die Maschinen geliefert bekommen. Wir behalten das Ganze hier mal ein bisschen im Auge. Ist halt zum Zugucken nicht so der Knaller, weil es ist einfach viel zu schnell. Ich möchte diese Fahrzeuge nicht in diesem Hyperspace-Tempo sehen, das ist nicht schön. Aber wenn wir jetzt wieder auf Normaltempo stellen, ja, dann dauert es einfach wieder entsprechend länger. Ich würde sagen, dann finden wir uns damit ab, dass wir kaum einen Zug sehen, weil er einfach so ein irres Tempo drauf hat. Was hat der eigentlich an Bord? Aha, hier Öl. Lädt er ab, sammelt dafür Kunststoff auf und das bringt er zurück. Also ja, man sieht ja hier oben, dass die Linie funktioniert. Wenn hier irgendwo ein Fehler drin wäre, dann würden wir einfach keine Maschinen bekommen. Das ist eigentlich auch relativ klar. Die bekommen wir aber. Die werden hier von den LKWs transportiert. Jetzt kriegen wir noch einen neuen Wagen. Wenn wir hier gucken. Konsum, Detail. Ja, das passt alles bestens. Die fahren leer zurück. Und der hat auch wieder 2 Maschinen dabei. Okay, sie ist nicht optimal, die Linie. Es werden zu wenig Maschinen hergestellt. Wahrscheinlich. Aber die muss eben auch nicht optimal sein. Es reicht ja, wenn wir dann die 100 haben hier. Ich bin mal gespannt, ob dann ist dann die Mission zu Ende. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kann man nicht hier hinten dann vielleicht noch? Also was heißt kann man? Das können nicht wir bestimmen. Das muss natürlich vom Spiel aus kommen, dass man hier noch was machen kann. Hier haben wir so eine schöne Landschaft eigentlich. Hier könnte man Inselhopping betreiben, hier in diesen Everglades. Ja, mal gucken, was sie sich noch einfallen haben lassen. Hier diese Naturdinger, die haben wir eigentlich auch nie wirklich groß beachten müssen. Wir sind immer schön außen rum gekommen, also groß aufpassen haben wir da echt nicht müssen. Gut, noch ein Parabelflug und noch 5 Maschinen.
Schätze mal, die Maschinen haben wir wahrscheinlich eher. Ja, eine Maschine fehlt noch. Kommt die hier? Ich erwische ihn. Jawohl, die kommt hier. Dann haben wir das abgeschlossen. Dann fehlen die Parabelflüge. Bald schon wird der erste Amerikaner seinen Fuß auf den Mond setzen. Während die Russen sich unten auf der Erde grün und blau ärgern. Um die von uns mitentwickelte Saturn-5-Rakete noch effizienter zu machen, muss das Treibstoffgemisch optimiert werden. Helfen wir unseren Freunden in der Produktionsstätte und liefern die nötigen Treibstoffvorräte für ihre Experimente. Na, das machen wir doch gern. Haben wir tatsächlich noch mal eine Aufgabe. Also die Produktionsstätte, die wäre wo? Aha, die ist hier. Wo sozusagen einst die Maschinen hingingen. Okay, gehen die da immer noch hin? Wahrscheinlich nicht. Die Maschinen müssen wir jetzt, um Geld zu verdienen, in die Stadt liefern. Können wir eigentlich machen? Haben wir hier irgendwo... Moment. Jetzt muss ich schnell gucken. Doch, die Verbindung haben wir. Aber wir haben hier keinen Haltepunkt sozusagen. Maschinen zu den Arbeitsplätzen. Zack. Die sind hier unten. Das heißt, wir machen eine neue Linie. Und das wäre, beziehungsweise nein, wir machen nicht eine neue Linie, sondern wir modifizieren die bestehende. Oder können die nicht sowieso auch Maschinen liefern? Wo fahren die denn genau hin? Die fahren eh hier hin. Und hier haben wir eh die Industrie. Also diese Linie, die funktioniert eh schon. Das heißt, die werden jetzt einfach die Maschinen schnappen. Die hier ankommen, von hier geliefert. Doch, das müsste eigentlich auch klappen. Das können wir so stehen lassen. Also, was wollen wir denn jetzt? Oder was sollen wir tun? Treibstoff hier hinbringen, von hier oben. Ja, könnte man theoretisch machen mit einem weiteren Zug. Das Geld hätten wir. Die Frage ist, bringt das was? Oder sollen wir das nicht eh gleich mal mit weiteren Lastwagen machen? Wie viele müssen wir? Wie viele? Ja, wie viele Fässer müssen wir liefern? 102? Machen wir mit Zug, ganz einfach. Machen wir hier einen Bahnhof, gehen hier ins Gleis rein oder hier rauf. Ja, und da oben machen wir das Ganze zweigleisig. Das müsste eigentlich klappen. Aufrüsten. Nehmen zweiter Straßenanschluss. Nein, aber hier. Genau. Anwenden. Dankeschön. Und dann gucken wir, dass ich irgendwie, wenn es geht, würde ich vorschlagen, die Linien nicht allzu groß berühren. So, weil wir machen nur einen Zug. Das heißt, wir brauchen auch nur ein Gleis. Aha, Parabelflüge durchgeführt. Sehr schön. Dann können wir eigentlich das Flugzeug wieder verkaufen, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass wir noch weiterhin mit dieser Vomit umdüsen müssen. Bist du die Vomit? Jawohl. Einmal verkaufen. Sehr gut. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen Geld. Können wir gebrauchen für den Zug, der hier ansteht. Also, wo bin ich stehen geblieben mit dem Gleis? Hier unten. Mal gucken, wie machen wir das am besten. Wir müssen hier halt doch natürlich dran vorbei. Aber dann können wir hier das Ganze ein bisschen abkürzen. So, hier runter. Möglichst eben am Naturschutzgebiet vorbei. Wir wollen nicht die Frösche ärgern. Wobei, dieses Mal sind es, glaube ich, gar keine Frösche, sondern irgendwas anderes. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war's. Okay, hier lang. Und hier vorne machen wir dann den Bahnhof, Güterbahnhof. Das darf ausnahmsweise mal wieder ein Kopfbahnhof sein. Und dann eben so, dass wir natürlich Zugang haben. Machen wir mal so krumm. Mal gucken, ob wir da die Straße noch durchkriegen. Ach, guck an, da haben wir doch tatsächlich ein Terrain-Problem. Wie kriegen wir dich denn am besten hin? So wird's gehen. Okay, wisst ihr was, machen wir doch gleich mal so. Wenn der hier dazwischen passt, perfekt. Gekauft. So, jetzt schnell gucken. Dann gibt das hier halt eine Kurve wegen dem Torschutzdingens. Hier lang und da rein und unter Bärchen. Das hätten wir. Einmal Linie. Neu. Von hier nach hier, beziehungsweise umgekehrt. Nach hier oben. Und das ist dann Treibstoff für, ja, Seattle, für was sonst. Was anderes haben wir nicht in der Nähe. Machen wir einfach mal Treibstoffzug. Okay. Ein Depot haben wir irgendwo mit Sicherheit. Die Frage ist wo. Da unten nicht. Dann machen wir hier nochmal eins. Wir leisten uns das. Da bräuchten wir aber schon eher die Schiene. Und dann machen wir hier. Ist das nicht ein bisschen nah bei den Fröschen? Machen wir es mal hier hin. Okay.
Schnapp, Schiene, hier rein. Perfekt, zukaufen. Was haben wir? 47 Millionen, da können wir eigentlich was Kräftiges kaufen. 3000 Kilowatt, 140 Kammer. Warum nicht die oder die? Die wird eigentlich auch reichen. Aber wir haben ja Geld. Wir nehmen mal diese Lokomotive. Und Wagen, brauchen wir die hier. Und die sollen bitte ausschließlich Treibstoff hier runterbringen. Was haben wir für eine Länge? 120 Meter. Wir machen mal nochmal ein Büschen. Und nochmal ein Büschen. So, 155 Meter. Ich glaube 160 haben wir. Das müsste gehen. Ist ja sowieso nur ein Zug. Wir haben keine Weichen. Der könnte auch länger sein eigentlich als der Bahnhof. Wäre auch kein Problem. Treibstoffzug. So, nimm mal deine Fahrt auf. Gleich mal gucken, was hast du für eine Kapazität? Wie viele Fässer? 144. Okay. Das heißt, wenn er einmal voll beladen wäre, würde das für die Aufgabe hier schon reichen. Haben wir sonst noch was? Was haben wir hier für eine Meldung? Ja, die schimpfen wahrscheinlich. Oh, da haben wir nicht mal mehr eine Linienbenutzung. Da gehen wir mal schnell gucken. Der Zug fährt ja, da können wir sowieso nicht viel machen. Mitfahren lohnt sich nicht wirklich. Die Strecke kennen wir. Was hast du für ein Problemchen? Eine Umstellung wahrscheinlich, dass die noch nicht vollzogen wurde. Das ist doch schon so, wenn die... Ach, die können wahrscheinlich... Diese Fahrzeuge können wahrscheinlich gar keine... Doch, klar können die Maschinen transportieren. Haben sie ja vorher auch gemacht. Also, die bringen die Maschinen hierher. Und die anderen sollen dann die Maschinen in die Stadt bringen. Das sind dann diese Fahrzeuge. Jetzt müssen wir mal schnell gucken beim Depot, ob die Maschinen transportieren können hier. Ja, die transportieren jetzt halt Baumaterial, aber mal schauen. Güter, das wäre dieses Fahrzeug hier. Doch, doch, die können auch Maschinen transportieren. Also, dann machen wir das. Wir kaufen uns mal noch mal ein paar dazu, weil wir das Geld haben und machen das hier zur... Gott, das ist, was ist das für eine Linie hier unten? Das müssten wir mal schnell wissen. Aha, Baumaterial, LKW. Der kommt aber von da. Fährt hier gar niemand runter von den anderen? Oh, dann kann es nicht funktionieren. Okay, gut, haben wir nochmal geguckt. Also, wir müssen das... Ja, im Prinzip müssen wir eine neue Linie machen. Machen wir doch einfach eine neue Linie. So, von hier. Stimmt das? Ja. Von hier. Nee, falsch. Das ist falsch. Wieder weg. Moment. Ja, wollen wir entfernen. Von hier die Maschinen holen und dann nach hier hinten bringen. Sagen wir mal hier hin. So. Sehr schön. Dann gibt es die Maschinenlinie. Maschinen-LKW. Seattle. Gebonkt. Und jetzt müssen wir aber doch nochmal gucken. Jetzt haben wir hier natürlich irgendwie LKWs, die was Sinnfreies machen. Nämlich die hier. Nee, so sinnfrei ist das dann doch nicht. Was machen die denn? Die holen da oben Stahl, bringen das zu der Fabrik und bringen dann die Maschinen eigentlich dahin, wo sie nicht mehr hin müssen. Also wir können hier Seattle Zentrum rausnehmen. So, und dann bringen die nur noch Stahl. Dann passt das auch. Und jetzt haben wir hier noch die Fahrzeuge. Die würden wir noch gerne zuweisen. Zu Maschinen LKW Seattle. Okay. Das müsste jetzt eigentlich stimmen. Und wenn es nicht stimmt, ist es halb so schlimm. Wir haben immer noch 27 Millionen, obwohl wir einen Zug gekauft haben, neun. Jetzt mal schauen, wie das hier so läuft. Da kommt er schon zurück mit den ersten vier Fässern. Ansonsten haben wir hier 15. Ja, das wird jetzt einfach ein Momentchen dauern. Wir können wieder Gas geben. Und mal schauen, ob uns noch was anderes erwartet, von wegen, was wir tun müssen. Ich habe so ein bisschen den leisen Verdacht, dass irgendwie als nächstes wahrscheinlich noch kommt, dass wir die Fluglinien eben doch entsprechend noch ein bisschen ankurbeln müssen, aus irgendeinem Grund. Also nicht aus irgendeinem Grund, sondern weil es halt Teil der Mission ist. Hier haben wir dann doch ordentlich Rohöl. Sollen wir hier auch nochmal einen Zug installieren? Dann haben wir dann ein bisschen viel Züge hier. Wahrscheinlich. Aber schaden wird es natürlich nicht, wenn wir hier auch Treibstoff haben müssen. Wobei, da haben wir jetzt 25 Einheiten. Also allzu oft muss der hier nicht langfahren. Man sieht, der ist eh schon wieder hier oben. Das ist keine allzu lange Strecke.
Ja, das würde ich jetzt mal nicht machen. Aber das sieht halt auch selbst bei diesem Tempo einfach noch cool aus. Diese Kesselwagen, also ich habe mich völlig irgendwie in diese Kesselwagen verliebt in letzter Zeit. Sehr schön. Mal rein. Ich weiß, es ist IC-Tempo und das passt nicht wirklich zu einem Güterzug, aber egal. Dann kommen wir wenigstens ein bisschen vorwärts. Das kann ja nicht schaden. So, einmal um eine Kurve. Am Naturschutzgebiet vorbei und immer fleißig hier rein. Bis zum Schluss sitzen bleiben und wieder rausgehen. Haben wir gleich wieder eine 500.000 kassiert. Und hier wird gerechnet. Ja, da muss er doch nochmal 1-2 Meter fahren. Wir könnten hier natürlich auf diese Linie einfach einen Zug setzen, der nicht Kohle transportiert, sondern hier das Rohöl. Wie viel hast du denn dabei? 72 Fässer. Okay, und hier liegen dann nochmal 160. Ja, das schreit eigentlich fast danach, dass hier nochmal ein Zug raufkommt. Was hat der? Ach, die Universallinie, genau. Wir könnten das so machen, dass wir eine neue Linie machen mit einem Zug, der einfach von hier nach da fährt. Und hier das Rohöl darauf bringt. Das wäre eine Möglichkeit. Hier haben wir ein Depot. Wir machen nochmal eine neue Linie. So, von hier unten bitte. Rohöl einmal quer über die Map nach hier oben. Okay, da können wir das Ganze... Nee, können wir nicht zweigleisig machen. Hier hält eigentlich der andere Zug. Das können wir so lassen, wie es ist. Sind ja dann doch nicht 10.000 Züge. Das passt schon. Also, das wäre dann Rohölzug. Ich sehe es gerade nicht. Ach, neuer Wagen. Okay, Rohölzug. Gebonkt. Und jetzt bräuchten wir noch den Zug. Hier unten haben wir ein Depot, das habe ich gesehen. So, Züge kaufen. Wir nehmen aber, was nehmen wir für eine Lok? 140 wäre okay. Können wir uns leisten, kaufen wir. Und als Wagen natürlich die hier. Und transportieren bitte einfach Rohöl nach da oben. So, mit ein paar Wagen. 104 Meter, 138, das reicht. Rohölzug und gute Reise. Wenn wir hier wieder zumachen, hier machen wir wieder zu und hier machen wir wieder zu und hier sowieso. Und dann gucken wir uns natürlich den Zug noch schnell an. Auch viel zu schnell unterwegs. Aber das ist gut, dann wird er wenigstens ordentlich was transportieren. Oh, hat es hier... Ne, doch nicht. Ich dachte, jetzt hätte es hier irgendwie die Linie wieder zurückgesetzt. Ah, ja gut, das ist wieder der alte... Ja, nicht Fehler, sondern jetzt haben wir halt zwei Linien. Das heißt, jetzt werden diese Rohölfässer auf zwei Linien verteilt. Wir haben hier bei der Universallinie mehr. Also man hätte natürlich auch den Zug hier auf die Universallinie setzen können. Dann hätten wir nicht eine zweite Linie hier unten. Aber ja, möchte ich jetzt nicht. Dann hätten wir nochmal einen weiteren Zug, der wirklich alles hier mitmacht. Dann lassen wir den hier entsprechend einfach ein paar Mal fahren. Der ist eh nicht so wichtig. Wichtig ist definitiv der andere Zug. Der hier den Treibstoff nach hier unten bringt. 33 Einheiten. Kommt der gerade daher? Hallöchen. Ich glaube ja, das müsste hier sein. 35 Einheiten. Okay, man sieht, es geht aufwärts. Mal gucken, was nachher kommt. Vielleicht kommt jetzt gleich schon was, wer weiß. Wenn wir hier zum Beispiel die 50 hinter uns haben, dass dann wieder was aufpoppt. Wir werden es gleich sehen. Ansonsten, die Mission ist eigentlich relativ cool, weil sie nicht ganz ohne ist. Also eben, man muss da doch eine gewisse Überlegung anstellen, wie man das mit den Zügen genau macht, damit man nicht allzu viele Wege hat und nicht allzu viele Züge braucht. 68 von 102. Stellt sich mir wieder die Frage, soll ich einen Schnitt machen? Nee, lasst uns das noch genießen, solange wir noch können, weil es ist die letzte Mission. Ich weiß nicht, wie lange sie noch geht, ob wir jetzt wirklich da hinten noch was tun müssen oder nicht. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier alles mit, auch wenn das Tempo halt definitiv zu schnell ist. Da haben wir noch ein paar Steine, da hätten wir natürlich auch die LKWs noch austauschen können. Wir können ja mal schnell gucken. Fahrzeugersatz. Können die Steine transportieren hier? Das können sie. Ja, dann tauschen wir die doch mal noch. Machen wir hier mal okay und machen ein und machen sofort ersetzen und das kostet 3 Millionen. Die investieren wir. Dann sehen wir hier wenigstens noch ein paar neue LKWs rumdüsen. Haben wir gerade einen hier unten? Nein, aber da kommt einer. Oh, neue Lokomotive. Cool, jetzt wo sie nicht mehr brauchen können wahrscheinlich. So, oder eben, es kommen halt vielleicht noch... Es ist soweit.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Amerika ist bereit für den Weg zum Mond. Und wir haben es möglich gemacht. Oh lala, okay, starte die Rakete. Oh, das ist ja... Heiliges Wissen, das ist ja tatsächlich eine Rakete. Das ist ja cool, habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, wenn ich jetzt hier Max drück aufs Knöpfchen mache, ist fertig. Oder kommt da noch mal was? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir starten mal die Rakete. Boah, ist ja cool. So, wo haben wir die beste Position? Ja, irgendwie so. Lassen wir sie mal durchzischen. Mission gewonnen. Okay, da zischt sie ab, die Rakete. Ja, gibt's ja nicht. Ja, dann haben wir es durch. Dann haben wir die Kampagne Transportfieber tatsächlich geschafft. EU-Mission und USA-Mission. Sehr schön. Ich muss sagen, ich finde es sehr cool. Also, weil eben auch, es ist ja, ja, wie soll man das sagen? Transportfieber ist nicht unbedingt ein Spiel, was eine Kampagne brauchen würde. Das ist ein Aufbauspiel, was schon so sehr viel Spaß macht. Ich finde es schön, dass sich die Entwickler die Mühe gemacht haben und noch so eine gute Kampagne mit reingenommen haben. Denn die Kampagne ist wirklich, man muss sagen, mit sehr viel Liebe gemacht. Man sieht das immer wieder oder hat das immer wieder gesehen, dass sie auch sehr viel überlegt haben dabei, was sie machen wollen. Also mir hat sie wirklich sehr gut gefallen. Ich würde die glatt nochmal spielen, wenn es jetzt irgendwie Sinn machen würde. Also das soll einfach sagen, dass sie mir gefallen hat und dass ich wirklich Spaß hatte daran. Gut, wir haben die Kampagne abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ich hoffe, ja, wir sehen uns in einem sozusagen regulären Let's Play wieder von Transportfieber, nämlich im Hauptspiel auf der freien Karte. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.